Ja, auf der Suche nach dem Besonderen komme ich an Folgendem natürlich überhaupt nicht vorbei. An Schwung, an Anmut und an Leistungsgrenzen. Ja, und wo könnte ich das besser als bei Kangoo Jumps in Nürnberg? Geht doch. Wo mir diese nach 2G Plus zusammengestellte Kangoo-Truppe zeigen will, wo hier der Hammer hängt. Unter Zuhilfenahme dieser speziell gefederten Reha-Schuhe, die ursprünglich entwickelt wurden, um Gelenkoperierten das Joggen zu ermöglichen. Dann aber wurde klar, dass man das sanfte Laufen und Hüpfen ja auch mit Party kombinieren kann. Der Rest ist schnell gezeigt. Das Anziehen erinnert an den Skiverleih. Die Hardware ist ja auch sehr ähnlich. Denken Sie beim Aufstehen an, ja, Wasserskistarts? Und beim Gehen an erste Momente auf der Eisbahn. Mit der angenehmen Überraschung, dass man eben nicht wegrutscht hier. Also locker bleiben kann. Um genug Druck auf die Feder zu bekommen, muss man die Knie hier durchdrücken und nicht beugen, so wie sonst. Also stillstehen kann man nicht. Ja, man muss immer irgendwie ein bisschen ausgleichen, aber das ist dafür schön weich mit den Blattfüßen. Ja? Und kaum ist man auch nur 20 Minuten in der Halle, beginnt der Spaß. Mit ersten Tanzschritten. So wie ein Fohlen ja auch gleich nach der Geburt losgaloppiert. Nur können die Viecher halt eben länger. Ich bin noch nicht hingefallen. Wie oft fällt man denn jetzt so hin, wenn man das lernt? Also ich habe vielleicht einmal ein oder zweimal ist in meinem Kurs, es kann ja mal natürlich passieren, aber da muss man sich schon sehr, sehr doof einstellen. Ja. Aber normalerweise, du fällst nicht dahin. Also schau mal, wenn ich dich auch schubse, passiert auch nichts. Genau. Eben weil man nicht wegrutscht. Man hat genug Zeit, den Fuß noch richtig zu setzen und sich abzufangen, wenn es brenzlig wird. Herr Mike, du bist ja der Hahn im Korb. Gibt es ein bisschen wenig Männer hier, oder? Ja, leider, obwohl das eigentlich für Männer optimal ist, weil es richtig Powersport ist, ja. Also wo man mal richtig Gas geben kann. Also Jungs, schaut's euch an. Es werden übrigens gerade noch männliche Instruktoren wie Mike gesucht. Elis Maria hat derweil genug Muße, mir auch weiterhin das Gefühl zu geben, dass sie genau auf einen Partner wie mich gewartet hat. Auch hier ist das Zauberwort Integration, auch wenn sie schwerfällt. Dabei war die fitte Elis Maria selbst schon mal bandscheibenkrank. Also durch meine gesundheitliche Beschwerde habe ich recherchiert und dann habe ich diese Schuhe gefunden und seitdem trainiere ich, jumpe ich damit. Also ich hätte jetzt gedacht, man bekommt durch Kangoo Jump gesundheitliche Probleme. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also diese Angst kann ich euch allen wegnehmen. Ich bin der größte Beweis dafür. Und sie hat dann eine ganz außerordentliche Ausdauer in der Choreografie entwickelt, die sie an mir jetzt auslässt. Und die anderen können mir auch nicht helfen, bezeichnen sie sich doch selbst als Kangoo-Junkies, die hier zum Teil täglich eine Stunde zum Training kommen. Und das Hauptmerkmal ist hier dasselbe wie im modernen Luftverkehr. Langstrecke nonstop. Am Knüppel Kapitänin Elis Maria. Ihre Schülerinnen nennen Sie Killer. Killer, wissen Sie, was das heißt? Ich weiß es. Es gibt nichts Besseres als Kangoo Jump. Das macht so Spaß. Ja? Da muss man sich nicht zwingen dazu, sondern da will man hin. Du hast Spaß, aber powerst dich aus, kriegst den Endorphin-Kick und bist danach komplett platt, aber glücklich. Und ich mache es auch, weil ich zwei Bandscheibenvorfälle hatte, auch operiert. Ja. Und ich muss sagen, das ist das Einzige, was ich machen kann, ohne Bedenken. Und nach einer Eingewöhnung sieht das Ganze dann so gut aus. Ich bin derweil mal auf Toilette und recherchiere dort auf dem Handy die Adresse des nächsten Herzzentrums. Nein, Spaß.
Ich wollte nur, dass die Damen diese Kühe mal ungestört zeigen können. Ja, das ist so fantastisch. Ich ziehe die Dinger nie mehr aus. Muss ich ja auch nicht. Ja? Danke. Tschüss.